Podfight. Wir leben Wrestling. WWE plant wohl Dokumentation über Ric Flair. Wie Brian Alvarez vom Wrestling Observer Newsletter berichtet, soll die WWE bei den Veranstaltern des Starcast Events vergangenen Monat Videomaterial angefragt haben. Besonders interessiert habe man sich für die Aufzeichnungen des letzten Matches von Ric Flair. Allerdings konnten die WWE-Vertreter mit den Veranstaltern von Starcast bisher noch keine finale Einigung erzielen. Laut Meltzer plant die WWE schon seit längerer Zeit eine große Dokumentation über das Leben und die Karriere von Ric Flair. Wann und ob dieses Projekt letztendlich finalisiert wird, ist aber nicht bekannt. Stephanie McMahon unter Kritik? Das Portal SportsKida.com deckte in einem Bericht von gestern Abend auf, dass die neue WWE-Chefin hinter den Kulissen des Unternehmens wohl stark angezweifelt wird. In den vergangenen Monaten habe sie sich vornehmlich im Schatten ihres Vaters ausgeruht und die Finanzen des Wrestling-Marktführers als Head of Global Sales maßgeblich nah an den Ruin geführt, so einige der Vorwürfe. Außerdem hätte Stephanie mit ihrer kürzlich genommenen Auszeit viele Mitarbeiter in einer sehr schwierigen Zeit alleine gelassen. Stephanies Ehemann Triple H soll seine Frau vor den Mitarbeitern in Schutz genommen und ihre Wichtigkeit für das Unternehmen mehrmals betont haben. WWE Tryout Desaster in Nashville? Berichten des amerikanischen Sportportals ESPN zufolge sei die WWE mit den Tryouts am SummerSlam-Wochenende in Nashville äußerst unzufrieden. So habe sich von 40 Athleten kein einziger Anwärter als gut genug für einen Nachwuchsvertrag beim Marktführer erwiesen. Außerdem sollen sich den Berichten zufolge bis zu 20 Athleten leichte bis mittelschwere Verletzungen zugezogen haben. Triple H überlege derweil angeblich weniger Tryouts abzuhalten und stattdessen wieder vermehrt erfahrene Talente aus dem Independent-Bereich unter Vertrag zu nehmen. Weiterer Hinweis auf baldiges Comeback von Sasha Banks und Naomi? Die WWE startete in den letzten Tagen in ihrem offiziellen Shop eine Rabattaktion mit dem Code WALKOUT. Mike Johnson von PW Insider will nun aus einer internen WWE-Quelle erfahren haben, dass es sich bei dem Namen WALKOUT um eine Anspielung auf ein geplantes neues Gimmick von Sasha Banks und Naomi handeln soll. Demnach sehen die Pläne vor, die ehemaligen Women's Tag Team Champions, ähnlich der Retribution-Darstellung vor 2 Jahren als WWE-Systemrebellinnen zu präsentieren. Des Weiteren verfolge Kreativboss Triple H große Pläne und eine von Johnson nicht näher genannte Revolution der WWE Women's Tag Team Titles. Ob und wann diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.